Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Mario und die Superstar Saga. In der letzten Folge sind wir mit Prinzessin Peach und Toadsworth in die Wüste gegangen. Achso, hier geht's hier weiter hoch. Und ja, Prinzessin Peach ist schon vorausgegangen und wurde gefangen. Und jetzt ist sie verschwunden. Und wir müssen sie wiederholen. Moment. Oh! Exakt. Ich würde gucken, wie die heißen. So. Bin mir echt nicht sicher, was ich von diesen Gegnern halten soll. Ich hoffe einfach mal. Aktuell sieht es gut aus. Kommst du auf Donnerstag, ne? Mario, nicht Mario, Luigi's Mansion 2 wird wieder spielbar. Okay, das hat jetzt nicht geholfen. Ding ist nämlich, ich will schon seit Ewigkeiten Luigi's Mansion 2 wieder spielen. Aber ich kann nicht, weil mein 3DS kaputt ist. Und weil ich keine Ahnung habe, wo das Spiel ist. Ja, das war scheiße. Ja, nee, ich muss noch lernen. Achso, wir haben die Folge noch was vor. Bis auf Prinzessin Peach in der Little Toad Town zu eskortieren. Wir wollen Schwungbrüder Plus lernen. Das ist eigentlich recht einfach. Wie ihr seht. Pokéblume. Müssen halt nur darauf achten, dass wir hin und wieder Dingens verwenden. Mit hin und wieder meine ich so lange, bis es soweit ist. Egal. Ich hoffe, bis dahin noch ein Let's Play zu starten. Wow. Ich verlinke euch mal eine Poll in der Beschreibung. Die Frage wird sein, okay, ob wir Pokémon Mystery Dungeon pausieren wollen nach dem letzten Kapitel. Das müsst ihr entscheiden. Ja. Wir machen auch so ein Stream-Let's Play. Ach was, wir werden sehen. So. So, wir warten das mal kurz ab. Nochmal. Ich möchte unbedingt mal einen Erstangriff mit Dingens machen. Ja. Fire. Achso, ne, wir haben einen neuen Angriff. Aber keine BP dafür. Schon okay. Alles gut. Keine schlechte Laune oder so.
Wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr lieber die Donner oder die Feuerhand lernen? Wenn du damit ein Gut erzielst, lässt der Gegner vielleicht ein Item fallen. Drück und halte A, wenn die Brüder Händchen halten und damit sie sich zu drehen beginnen. Mit steigender Drehgeschwindigkeit wächst auch der Schaden, den sie austeilen können. Lass A los, sobald die beiden Wirbelwinde ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht haben. Drücke B, wenn Luigi auf den Gegner trifft und erhalte ein perfektes Timing, ein Exzellent. Sobald Mario und Luigi sich berühren, musst du A drücken, damit sie sich vereinen. Halte bei der Landung auf dem Gegner A und B gedrückt, um ein Exzellent zu erzielen. Okay. Ja. Hätte besser laufen können, glaube ich. Dann nicht nach einem Exzellent aus. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch okay. Probieren wir es nochmal. Ja. Das ist exzellent. Sehr schön. Treffer. Mit diesem Ding könnt ihr Items farmen, habe ich gelernt. Mit diesem Angriff, nicht mit dem Ding. Ja. Bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde lieber die Donnerhand lernen. Persönlich. Weil die Feuerhand auch sehr hilfreich sein kann. Jetzt warte, ich nehme die Feuerhand. Muss mein Handy nicht mit der Hand laden können. Also sollte ich mal irgendwie in eine Überlebenssituation kommen. Kann ich mit der Feuerhand mir Fleisch braten lassen. Machen, tun. Weil ich kann mir dann das Tier damit holen. Und das Fleisch braten. Ja. Ja. Nee, Moment. Müssen Sie ja mitnehmen. Wo werden jetzt gedroppt? Ach da. Dankeschön, Zeit weiterzuziehen. Ach, stimmt, das ist ja der nervige Kacke hier. Musst aufpassen, dass sie im Bildschirm bleibt. Weil sie zu blöd ist für alles. Wo gehst du hin? Dankeschön, und jetzt geht's weiter. Ach Mann. Ja. War zu erwarten. Holen wir gleich. Wir wollen uns erstmal Items gönnen. Solo KP on. Wanderpilz.dx. Lass mich mal gucken, ob hier irgendwo genau er ist. Ich muss, glaube ich, die Musik wieder ein bisschen lauter machen, kann das? So. Wenn ich irgendwann das Spiel programmiere, was ich gern machen will, dann wird es auf Mario Luigi Superstar Saga basieren. Also so gameplay-mäßig. Hm.
Ich mag Mario die Superstar Saga. 2, 3 und 4 sind auch gut, aber ey. Nicht gegen die OGs. Wenn ihr versteht. Ich weiß, ich lache sehr über diesen einen Joke, aber Super Mario Golf. Ich finde das viel zu lustig. Das könnt ihr euch aber denken. Ist auch okay so. Super Mario Golf. Okay. Da die Blonde schon mal weg ist, können wir auch gleich mal gucken, ob hier irgendwo irgendwas ist. Au. Ich weiß genau, wo wir sind. Guck nur kurz nach Blöcken. Vorsicht, wilde Piranha-Pflanzen. In dieser Gegend wurde nach unbestätigten Meldungen die brutale wilde Piranha-Pflanze gesichtet. Okay. Ne Musik. Ah. Ich glaube, wir müssen Mario jetzt irgendwie hierher kriegen. Ich wüsste aber nicht wie, also... Machen wir anders. Kann ich bitte... Gemerkt. Ruhig das Spiel. Na Hand. Ich muss nichts machen, um eine der Hände zu erlernen. Ich habe schon die Gamer-Hand. Gamer-Hand ist auch gut. Wenn wir Mario und Luigi zusammen so durch die Röhre gehen, wie gehen sie dann alleine durch die Röhre? War zwar nicht der, den ich zuerst treffen wollte, aber... Hey. Nah genug. Du magst, wie die neuen Hämmer glänzen. Finde ich wirklich gut. Oder ist das Mario Tennis? Wenn ich so drüber nachdenke, könnte es auch Baseball sein. Ich glaube aber am ehesten Mario Tennis, wenn ich so drüber nachdenke. Schreibt es mir in die Kommentare. Ist Schlagbrüder plus Mario Tennis oder Mario Golf? Weil ich kann mich nicht entscheiden. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, Mario Golf ist ja eher das hier. Boah. Hole in one. Oder so. Ja, nee, mit dem Angriff werde ich niemals sauber werden. Sauber? Frisch. Gut, natürlich Deutsch sprechen. Warm werden. Bart. Mario Bart. Bart ist für tolle Treffer verantwortlich, also machen wir den. Und Luigi kriegt Geschwindigkeit. Supi.
passiert. Ich hab's, wenn du sich nach hinten lehnst, um zu springen. Ja, nee, Baseball. Baseball ist das, glaube ich. Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass es Baseball ist. Sagen wir einfach, es ist Mario Baseball. Ha, Mario hat 79 Leben. Hops, Brüder. Hops genommen. Oh. Yeah. Ich denke Hops, Brüder. Keine Ahnung, was ich gerade laber. Müsst ihr auch nicht haben. Brüder. Man kann das übrigens schaffen, so dass Peach nur einmal entführt wird, also. Ja. Müsste nur ein bisschen besser sein als ich. Nur ein bisschen besser sein als ich. Was ehrlich gesagt auch nicht allzu schwer ist. Die Voraussetzungen sind einfach nur, ihr müsst Prinzessin Peach im Auge behalten. Und sie darf nicht in den Gegner reinlaufen. Sieht mir auf jeden Fall danach aus, so. Also mit den Angriffen. Ja. Wenn ihr einen der Super Mario Bros. Ersetzen dürftet, würdet ihr lieber den roten oder den grünen nehmen? Ich habe gehört, grün ist der attraktivste. Ich meine, bei den M&M's ist es auch so. Dankeschön. Sehr freundlich. Roter Pfeffer. Ich frage mich, warum ausgerechnet Pfeffer. Weg. Ach komm. Let's go. Erster Angriff komplett verschenkt. Bekommen und verschenkt. Dass man nicht nochmal bestätigen kann, dass man flüchten will oder so. Bin jetzt kacke. Naja, aber wir dürfen ja gleich in der Nähe von Little Toad Town sein. Ja, du sollst in die andere Richtung gehen.
Charakter. Da. Pass auf, Ben. So viele Spiele, in denen Mario sich einfach jetzt so Brauthaltung hochnehmen würde und dann, ja, steht im Kampf einfach nur daneben, aber nee, heute nicht. Das war kein Erstangriff. Warum freut Luigi sich und warum fliege ich schon wieder? Da. Erstangriff geholt. Der will ich doch gar nicht. Oh, ich hoffe, dass sie wieder in Brothership wieder mehr Richtung ersten Teil gehen. Das wäre schön. Da würde ich mich drüber freuen, ja. Das wäre sehr schön. Na, werden wir sehen. Ist ja tatsächlich nicht allzu weit mehr dahin. Habt ihr mitbekommen, dass Leute Leute gerade drüber nachdenken, ob Metroid Prime 4 für die Switch 2 vorgestellt wurde? Wie gesagt, das sieht super krass aus, aber gleichzeitig Metroid Dread sah genauso krass aus. Bleib bloß weg, du Scheißvieh. Okay. Nettes Geräusch, Mario. Was mach ich am besten? Nein, das. Ich möchte nur mal dran erinnern. Ursprünglich musstet ihr euch merken, wann ihr was für welchen extra Superangriff machen müsst. Wurde nicht in zwei extra in jeweils einen extra Angriff eingeteilt. Ihr musstet Hauptsbrüder auswählen. Dann habt ihr Hauptsbrüder eingesetzt. Und wenn ihr Hauptsbrüder Plus machen wolltet, musstet ihr auch Hauptsbrüder einsetzen und dann ja einfach nur eine spezifische Sache falsch machen. In dem Fall. In dem Fall, wenn Luigi Mario schlagen würde, einfach Mario drücken statt Luigi. Naja. Oh, wir sind gleich in Little Toad Town. Super. Die Folge ist auch nicht mehr lang. Little Toad Town, Stadt der Toad-Einwanderer. Little Toad Town ist gleich da vorne. Schnell, gehen wir. Ja, geh mal alleine.
kleine Böhnchen. Aufzug zur Gröllruine. Höchstlast eine Person. So. Einmal heilen. Dann wieder hoch und Block holen. Hier unten noch was? Nö. Dann speichern. Dann gehen wir in der nächsten Folge zu Little Toad Town. Liken, kommentieren, abonnieren, den Glocke bimmeln. Sollte euch die Folge gefallen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Könnt ihr euch auch gerne auf dem Kanal umschauen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wie gesagt beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.